Das ist erstmal einzigartig. Ich meine, liebe ich Regensburg. Sehe meinen Bruder wahrscheinlich heute Abend noch. Gloria, super Freundin. Also über die Fürstin kann ich natürlich. Die hat mich über die Donau hinaus bekannt gemacht. Also dass ich auch der kleine Bayer aus der Pampa auch noch ein bisschen überregional bin. Also das bleibt mir haften. Gott sei Dank. Und ja, das ist einfach ein Traum. Musikalisch ist es natürlich immer eine Wahnsinn. Die hat eine sehr gute Sortierung. Also es ist nicht nur Schwerpunkt Oper, es ist für alles. Also jeder kann Spaß haben dran und so. Und sie führt es halt in einer Lässigkeit so. Und es gibt vergleichbar kein anderes in dieser Veranstaltungsort. Darum sage ich immer, das sind Regensburg muss eingereiht werden zwischen Salzburg, Bayreuth, München genauso. Das ist ein absolutes Novum, hierher zu sein. Also ich muss mit der Familie Söller ein bisschen öfters reden, dass die Plakatierungen besser in München stattfinden. Sie waren schon öfters hier, haben Sie gesagt. Gab es mal für Sie ein persönliches Highlight hier, was Sie schon erlebt haben vielleicht? Naja, absolut. Es war so das Jahr 89. Da hat Fürstin Gloria mich eingeladen zu ihrem 30. Geburtstag oder welcher auch es immer war. Und ich habe mir damals überlegt, ich stelle mal eine neue Band zusammen. Und das war das Entree für die Band, die dann die folgenden Jahre zusammenblieb. Genau dieser Abend war eigentlich dafür maßgebend und der zeichnete sich natürlich dadurch aus, die Besonderheit vieler der Gäste. Besonders hervorheben möchte ich da eigentlich den Keith Haring. Der hat nämlich damals das Layout gemacht für die Dekoration und jeder der Gäste bekam einen Teller, einen Keith Haring Teller. Ich habe ihn gerade noch gesehen, war in Montreux bei meinem Freund Claude Nobs und sah auch da diesen Teller mit persönlicher Widmung von Keith Haring. Wunderbar. Also man hat ja wirklich den Eindruck, man ist nahezu in Italien, Regensburg von seiner schönsten Seite. Sie sind ja auch Stammgast, Sie sind ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder da gewesen, da war das Wetter bescheiden. Also letztes Jahr mussten wir sozusagen kurz vor der Pause fliehen und konnten eben den ganzen zweiten Teil nicht sehen. Zweiten Akt, was natürlich sehr bedauerlich war. Aber heuer ist das Glück auf der Seite der Fürstin. Wie ist denn Ihre Beziehung zu Regensburg und zur Fürstin? Ich finde Regensburg wunderbar. Regensburg eine Stadt, Weltkulturerbe. Schöner kann es eigentlich nicht sein und ich liebe es ganz besonders hier zu sein und bewundere die Fürstin. Ich glaube wirklich, sie ist eine der Frauen, die es geschafft hat, mit all ihrer Power, mit ihrem Durchsetzungsvermögen wirtschaftlich heute an der Spitze dieses Landes zu stehen und was sie geleistet hat, finde ich wirklich grandios. Was sagen Sie denn zum Wetter? Ausnahmsweise ist es mal gut heute. Ja, wunderbar, wir haben so viel Glück. Es war die letzten zwei Jahre immer schlechtes Wetter. Ja, wirklich. Also jetzt heuer hoffe ich, dass es wirklich das ganze Festival durch schön wird. Jetzt haben Sie mir letztes Jahr verraten, Sie gehen immer beten vor dem Schloss. Ja, Wallfahrten zum heiligen Petrus. Hat es dieses Jahr was geholfen? Ja, offensichtlich. Sie sehen es. Es ist ja auch ein Stück weit Familienzusammenführung ja, für Sie. Ja, genau. Welche Bedeutung haben denn die Schlossfestspiele für Sie im Allgemeinen? Einfach der Höhepunkt des Jahres für uns in der Familie und auch für das ganze Schloss, also das ist schon der Moment für uns, der am schönsten ist. Was sagen Sie denn zur Aufführung? Nabucco, ist das eine Oper, die Ihnen gut gefällt, die Sie schon öfter gesehen haben? Eine tolle Oper mit viel Chören, wo viel passiert, mit einer Musik, die nicht so schwierig zu verstehen ist, das ist schon toll. Jetzt spielen Sie dieses Jahr nicht mit, wie im letzten Jahr, wo Sie noch eine Rolle übernommen haben. Sind Sie ein bisschen traurig, dass es dieses Jahr kein schauspielerisches Highlight von Ihnen gibt auch? Ja, ich bin immer froh, wenn ich eine Rolle kriege, wenn es eine Rolle sich ergibt, aber muss ich auch so, ist auch so schön. Ist ein Highlight für Sie aus Ihrer Sicht, worauf Sie sich besonders freuen in dem Jahr? Eigentlich jeder Abend ist toll. Auch Max Rabe nächste Woche freue ich mich sehr. Und die brasilianische Nacht zum Finale dann. Letzte Frage, wie oft schauen Sie denn jetzt zu bei den Vorstellungen? Wie oft sind Sie denn im Schloss in den nächsten zwei Wochen? Ja, jeden Abend natürlich. Das Erste, was mich interessieren wird, wie läuft man auf solchen Plateauschuhen? Ich habe sie bewundert, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil das ist eben, das ist Plateau ist ja, ich weiß nicht, die haben sicher Stilettos, ja. Nicht so hohe, okay. Ich finde Plateau einfacher wie Stilettos, aber deswegen gehe ich auch immer an meiner Schwester gehangen, weil dann geht es einfacher. Ich bin sehr tollpatschig, deswegen. Okay, wie gefällt Ihnen Nabucco bis jetzt? Sehr gut, sehr gut. Und das Wetter spielt heute das erste Mal seit zwei Jahren mit, das ist auch super, oder? Das ist auch, obwohl ich habe, es hat schon was, wenn es plötzlich dann anfängt zu schütten und wir reinlaufen müssen, aber man verpasst halt immer die ganze Aufführung. Deswegen ist es toll, dass es mal hält.
Sind Sie noch ein bisschen länger in Regensburg jetzt während der Festspiele? Ich bin leider nur bis Sonntag hier, oder Montag, aber ich sehe morgen am Sonntag auch noch mal was. Die Garantia. Genau. Okay, dann ganz viel Spaß. Danke. Danke. Was war das heute für ein toller Premierenabend bei den Turn- und Taxis-Schlossfestspielen? Die fürstliche Familie war fast komplett hier zur Premiere gekommen. Ganz viele Regensburger und natürlich auch das ein oder andere prominente Gesicht war hier. Hier wird bestimmt noch lange gefeiert. Und was das Schöne war, das erste Mal seit 2 Jahren hat auch das Wetter wieder mitgespielt. Was will man also mehr? Es war eine durchaus schweißtreibende Angelegenheit heute Abend sogar. Ein Großaufgebot an Fotografen, jede Menge Prominenz. Da war es auch für uns nicht ganz einfach, die wichtigsten Stimmen einzufangen. Aber die Oper hat gepasst, das Wetter hat gepasst, die Fürstin war gut drauf. Insofern ein perfekter Abend. Das war unser Spezial. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut.